Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der So Silver Duel Challenge. Heute geht's in die Stadt. Ich bin auch dabei. Übrigens. Übrigens. Und Wiebke ist auch dabei. Immer noch. Wird auch in den nächsten vier Folgen noch dabei sein. Ich gehe einfach mal so ein bisschen durch Pockage. Und gucke, ob irgendwer was gibt. Aber ja klar, kannst ja groß mit so grob bis in die Stadt. Oh ja, ja. Ja. Hallo, du bist Wiebke, deine Mutter hat mir das gegeben. Mmh, yummy. Latschibären. Wollen wir mal gucken, was sie. Das ist bestimmt irgendwas zum Abfangen von irgendeinem. Deswegen könnte sie mir relativ praktisch sein. Ist bei Bären. Ja, das muss erstmal da. Ja, nein. Ich weiß die Steuerung. Ist Steuerung. Latsch. Oh, fünf Stück sogar. Nein. Besonders effektive Attacken vom Typ normal. Das heißt, diese Beere ist totaler Schwachsinn. Ja, genau. So ist es. Weil eine normale Attacke kann nicht sehr effektiv sein. Das stimmt. Wir können mal das Sternstück verkaufen. Ja! Oh, da unten waren auch Leute. Ja. Glaubst du, die haben hier irgendwas Gutes? Erstmal verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. Ja, genau. Zu holen. Ich verkaufe mal die Latschibären. Die sind halt echt Schwachsinn. Oh Gott, da kriegen wir ja gar nichts für. Aber man kann sie halt einfach nicht benutzen. Ja, das ist halt... Oder werden dadurch auch normale Attacken einfach einmal... Nee, sehr effektive. Warum gibt es diese Beere dann? Keine Ahnung. Haben wir genug Tränke? Auf jeden Fall haben wir nicht so viele Schutz, aber hier ist kein Schutz. Nee, aber hol ja euch. Ja, genau, Tränke super haben Tränke. Wir ganz gut. Fünf Stück. Ja, acht, ja, doch, das reicht. Ach, du machst das immer auf 10er Schritten. Ich hab das tatsächlich nie gemacht. Nee? Ich hol mal noch einen Aufwecker, falls uns was passiert. Ja, Aufwecker, gut. Hyperheiler könnten auch praktisch sein. Und das. Obwohl die einfach so teuer werden, sind. Ja, gut, aber Eisheiler werden wir nicht brauchen. Vielleicht finden wir ja noch eine gute TM. Ach, also, vielleicht so eine relativ so, okay, ja, okay TM. Mhm. Können Sie ja mal gucken, was hier noch so gibt. Erstmal wollte ich noch so Schutz. Annette ruft an. Oh, was gibt es? Annette! Guten Tag, Annette am Apparat. Hallo. Also musst du dir anhören. Okay. Ist die Kumo-Milch ein Begriff? Die kannst du auf die Kumo verkaufen. Wow. Soll gut für Gesundheit sein und was schön macht sie auch. Mhm. Die würde ich auch gerne mal kosten, weil ich so hässlich bin. Sie ist sicher tierisch lecker. Tierisch lecker. Ja, schau, ich rufe später wieder an. Ja. Oh. Tüt. Oh Mann, ey. So, nein, ich wollte. Kumo-Milch kommt von Kühe. Sprechen. Ich habe vergessen, das Sternstück zu verkaufen. Oh, ja, würde gerade sagen. Die Beeren waren wichtiger als alles andere. Wir haben halt echt keine anderen Items, wir haben nur dieses Sternstück. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Also war relativ genug. Aber wir holen uns jetzt Schutz. Irgendwie im Hintergrund hört man Wiebke ein bisschen. Brauchen wir noch Pokébälle? Ja. Vielleicht. Superbälle lieber? Ah ja. Sie radiert gerade. Ja, Superbälle brauchen wir ein paar. Wir uns mal Superbälle. Superbälle. Haben wir das auch? Fluchtseil ist auch ab und zu mal ganz nett. Und ich würde sagen, ein paar Superschütze. Schütze. Am effektivsten ist. Ja, Superschütze ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten. Das nimm mal fünf, ja. Und dann vielleicht. Wir haben noch nicht so viel Geld. Ein, aber vielleicht nach ein der, Fluchtseil. Nach der Arena wieder. Mhm. Ja. Und wir gehen erstmal shoppen heute. Shoppen. Shopping-Tour. Schalala. Und schöne Papiergeräusche im Hintergrund. Und die Frau im Chaos begrüßt sogar ein kleines Kind. Voll professionell. Oh yeah. Ja. Ich habe meinen Abra in der Spielhalle gefunden. Jesus ist mein bester Kumpel. Wow. Wenn man jetzt so durch das Kopf ausfällt, checkt man doch irgendwelche Angebote. Voll unschlagbar. Unschlagbar. Das heißt, du kannst nicht gegen das Regal schlagen. Es ist unmöglich. Oha, das ist krass. Ich auch mal reden, was sie da kauft. Ich bin ungeduldig. Ich setze mal X-Tempo ein. Initiative. Pokémon. Hey, X-Spezial. Achso, ja gut, das ist die X-Abteilung. Die Abteilung. Nicht. Die Abteilung, die von jedem Pokémon-Spieler geliebt wird. Treppe rauf. Was gibt's hier? Ich pumpe Proteine und sowas. Aber können wir uns nicht leisten? Ja. Können wir uns mal Eisen in Verteidigung. Oh, ich sitze alleine in der Ecke und spiele DS. Mashok, achso, der sagt uns, welche sich durch Tausch entwickeln. Ja, unser schönes Georock, was wir bald vielleicht haben, wird sich dann nicht weiterentwickeln können. Wahrscheinlich nicht. Traurig. Ein Pokémon, das zum Tauschen erhalten, das kannst du nicht umbenennen. Das heißt, hier kann man getauschte Pokémon kaufen. Was? Sonntag kommt eine Dame, um nach dem Pokémon zu sehen. Sie verteilt mir. Oh, aber es ist Sonntag. Verdammt! Verdammt nicht! Ich sammle Pokémon zu Traumato. Ich mach Holo tauschen. Nein. Darf man nicht, oder? Dürfen wir nicht und wollen wir auch nicht. Wir wollen ja. Wir können ja gerne noch mal haben. Ich finde tatsächlich Hypno eigentlich relativ. Ist das cool. Die ID-Frau? Nee. Ach, die TMs. Oh, was hast du? Das ist, das ist Blitz? Ja, gut, die anderen können wir uns nicht kaufen. Schutzschild. Das ist ja sowieso nur ein scheiß TM. Was das ist das? Das ist Trugschlag. Das könnte interessant sein. Wir können es aber nicht kaufen. Was haben wir da noch? Der Rest kann also das Lichtschild und Reflektor. Dann haben wir noch das ist Hyperstrahl. Und Blizzard und Feuersturm. Donner. Fokusstoß und Solarstrahl wahrscheinlich. Ja, genau. Mann, wir sind solche Nerds. Wir können alle Attacken. Sagt uns irgendeine TM, irgendeine Nummer, wir wissen die Attacke dazu. Nee, die Nummern nicht. Vor allem die Nummern wurden ja pro Edition noch manchmal geändert. Ja, das ist fies. Das könnte die halt. Ja, die Losecke! Können wir ein Los kaufen, wenn ja, hier kann man Preise gewinnen! Aber wir haben echt kein Geld dafür. Wie viel kostet das denn? 300. Komm, mach! Okay.
Ich ziehe halt los, okay. Oh, der dritte Preis. Nice. Oh. Yay, eine Amrena-Beere. Juhu. Da hätte ich mir auch zwei Paare Eiler verkaufen können. Schade. Naja. Hast du auch so kein Radio wie ich? Was gibt's denn bei der anderen Frau? Da labert die nur, was das ist. Es ist gepasst, aber mein Pokécom ist voll gekritzelt. Aha. Hör auf deinen technischen Gerät, um zu kritzeln, das war teuer. Ja, ich bin getrunken aus dem Getränk. Oh, die Getränke, die sind so kostengünstig, aber man kann immer nur eins kaufen. Das ist so nervig. Das ist halt echt nur... Ich will etwas trinken. Oh, Limonade, ist halt echt geil. Wir warten, bis die Kumu-Milch kommt. Die kann man wenigstens in einem Dutzend kaufen. Ging das hier schon? Ich hoffe doch. Wenn ja, dann also in Platin ging es, das weiß ich. Also wenn ja, dann sollten wir es davon auf jeden Fall so viele kaufen, weil Kumu-Milch ist so geil. Das ist einfach das kostengünstigste Heil-Item. Seit 100. Für 120 Pokédollar. Irgendwie sowas. Soweit, ja. Das wird, glaube ich, jedenfalls. Ist jedenfalls relativ günstig. Jetzt haben wir noch zwei Personen, die uns vielleicht noch. Damals Werk, ich will es zu Kaufhaus wegkaufen. Na, Stückchenjägerin, Items, günstige Preise. Ich bin hier im Kaufhaus und stehe rum. Okay, tschüss. Tschö. Das war nicht sehr hilfreich. Definitiv nicht. Pokémon Center. Einmal Pokémon heilen. Deinen Part machst du sehr viele produktive Sachen. Natürlich, immer doch. Pokémon Center. Ja, das ist halt bei Pokémon auch, dass man so rumgeht und guckt, ob man irgendwo geile Items bekommt. Ja, ist gehört nun mal dazu. Seine Pokémon kümmert, dass die ja noch wieder mögen, nachdem sie an sie die ganze Zeit geknechtet hat und Kämpfe geschickt hat, wo sie draufgegangen sind. Übrigens, ich würde tatsächlich sagen, dass du wieder die Arena machst. Das ist halt echt scheiße, ich durfte noch keine stimmt. Aber du bist halt am besten wegen Zertrümmerer. Außer eins von mir kannst du Zertrümmerer lernen, aber ich... Ja, aber trotzdem ist auch ein Gestalts-Pokémon gut, weil es dann die normalen Attacken abfängt und sein Bodystyle nicht so schlimm ist. Und vor allem Miltank greift mit Walzer an und das ist Schokolade relativ egal. Obwohl? Nee, doch, stimmt. Hier ist die Spielhalle, das machen wir, glaube ich, nicht. Nee, Spielhalle müssen wir nicht reingehen. Wir können uns da zwar ewig lange spielen, um ein Pokémon zu bekommen, aber wir haben große Häuser! Und die ist so toll, diese Stadt! Was ist das denn? Ah, das ist diese Untergrundpassage. Warte, da oben ist noch ein kleines Haus, das... Oh, Clarin! Mensch. Hallo. Hast schon wieder dein Pokémon verloren. Ah, wir laufen das immer auch zufällig über den Weg. Ich habe da unten nicht gewartet, bis du vorbeikommst. Nein! Oh, sie war ein Wiebke, du kommst hier bestellt. Okay. Hier in der Ducati-Passage gibt es einen Kostümierungsladen. Komm, wir machen Cosplay zusammen. Ach, dann kannst du deine Pokémon mit... Oh, unsere Pokémon machen zusammen Cosplays. Erinnerungsfotos. Ja, das hier ist ein Monokopf, weil du bist sicher schon ganz wild darauf. Was? Total. Ja, krieg dich wieder ein, hier, schenke ihn dir. Danke. Wir sind ja mal total ausgeflippt wegen diesem Monokopf. Ah, Monokopf, oh mein Gott. Wow. Wir waren einfach alle deine Mono-Scheißdinger da drin. Ja, tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen, Clarin. Hallo, ich bin eine random Frau. Und in der Passage gibt es Geschäfte. Juhu. Aber da lungern so viele Trainer rum, dass ich mich nicht runterrolle. Ja, komm, dann kannst du ein bisschen trainieren. Auf geht's! Ein bisschen kämpfen, dass der Part noch ein bisschen spannender wird. Ja, definitiv. Hallo! Ich bin ein Nerd. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe beim neuen Minispiel so oft gewonnen, dass alle dachten, ich mogele. Ja, da bestimmt ein Mogel. Ich wollte. Er hat einen Robo-Pikachu! Das ist schon cool. Robo-Pikachu aus Slimer. Okay, Slimer kann, glaube ich, kein Mogel überlernen. Dann ist nicht so schlimm. Ich mag Slimer. Und seine Giftattacken können uns gar nichts. Oh, die Klasse. Aber die Kopfnuss. Nice. Weißt du, die Gift-Pokémon aus der ersten Gen. Richtig cool. Waren die coolsten. Ich meine, Slimer, generell Slimer, Arbok, Smogmog, die waren so cool. Warte, gab's noch welche? Ja, gut, diese ganzen Pflanzengift-Typen, aber generell die Gift-Typen. Aber Rettern und Slimer und Smogmog, die fanden die auch cool. Ja, die sind einfach, das sind die drei coolsten Gift-Pokémon, finde ich. Und die sind heutzutage immer noch, also nicht alle, aber ein paar davon spielbar sogar. Vor allem Arbok, Slimer. Arbok jetzt nicht, Slimer auf jeden Fall, vor allem Alola Slimer, weiß ich nicht. Ja. Und Smogmog ist auch relativ. Das ist jetzt so ein Giftgriff, das heißt, seine Attacken können manchmal vergiften, einfach so. Das ist nicht schlecht. Und noch ein Slimer. Ja. Currywurst, du schaffst das. Ja, ich bin Currywurst. Kannst den ganzen Schleim wegmachen. Mit deiner Schlürf ihn auf. Nee, stoß ihn weg. Okay. Oh, schreck zurück. Nice. Yes. Aber zurückschrecken passiert nur, wenn ich Kopfnuss einsetze. Oh, Lebensschelle. Sehr effektiv. Oh nein. Ach komm, das ist ein spezieller Angriff. Stärke 20. Ja, das ist Lebensschelle benutzt man eigentlich nur, um die Genauigkeit zu machen. Fuck. Boah, Currywurst, Mann. Na komm, jetzt aber. Der Frau. Los. Kopfnuss. Yeah. Sehr gut. Das reicht auch wunderbar. Oh, und ein Crit. Nice. Currywurst. Sehr schön. Läuft bei dir. Dankeschön, Currywurst. Der Streber. Ramon. Komm. Batterien alle. Wir müssen nicht heilen. Ach komm, lieber KP. Weiß nicht, was der hat. Mein Pokémon kommt frisch vom irgendwas. Koffier. Was ist ein Koffier? Schon nicht so Massage. Wie läufst du hier rum? Kosmetik und so weiter und so. Ah, Schlupp könnte. Hui. Ja, gut, das ist Bedroher. Ich hab den Bedroher, das heißt. Ein Angriff werde ich auf jeden Fall tanken. Das definitiv, aber... Aber vielleicht gehe ich danach mal raus. Vielleicht mache ich mal den Giftblick und dann habe ich mit anderen Pokémon bessere Chancen. Oh, nice. Hat der Giftblick, wie viel Genauigkeit hat der?
Nicht so viel? 75? In irgendeiner Edition, ich glaube in XY oder so, haben die ihn auf 100, haben die ihn auf 100 gesetzt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass sie ihn irgendwo auf 100 gesetzt haben. Echt? Ja, ich glaube, damit die ein bisschen verstärkt, die Attacke. Weil ja, gut, wenn du den ganzen Superschall einsetzt und es die ganze Zeit daneben geht, dann ja, kann ich weiter natürlich. Ja, dieses Schlurp, das ist, nee. Das hat's doch nicht so raus mit dem Treffen. Nee. Oh, Crit. Oh, nice. Die Crits sind real. Und das schreckt zurück. Alter, wir hexen uns hier durch. Currywurst, ich hab dich jetzt schon in mein Herz geschlossen. Ich auch, weil ich dich niemals essen würde. Du würdest Currywurst essen, wenn du es könntest? Nein, niemals essen würde. Gut. Ich habe nie gesagt, auch wenn ich dich nicht essen kann. Ach so, okay. Aber die Spezialverteidigung ist in ja, das ist relativ in Ordnung. Ja. Aber Angriff und Initiative. Aber schön ausgeglichen. Das definitiv. Takato. Hält also auch ordentlich was aus. Das finde ich nett. Ja, mein Freund, das kostet mir nicht. Ey, wir wissen, was da unten rechts ist. Wir wissen, was das ist. Wir erkunden diese Passage. Ist da nicht dann noch irgendwo Team Rocket oder so? Irgendwann kommt hier. Bis sie hört nicht weiter. Ich glaube, da ist noch kein Schlüssel. Ja, kein, genau. Ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich was der Koffer. Okay. Pokémon-Salon. Jüngere und preiswertere. Ja, ein schöneres Aussehen. Warte, wir haben kein Geld dafür. Warte, ich glaube, das stärkt die Freundschaft. Haben wir eindeutige Freundschaft entwickelt? Nein. Haben wir nicht? Gar keinen? Nein. Okay. Ich glaube nicht. Dann lassen wir das, kämpfen wir weiter. Jo. Und du bist immer noch nicht heilen? Nein. Okay. Ich habe keinen Schaden bekommen. Ich bin ein Level aufgekommen. Du schreist, ich bin kämpfend auf einem Typ. Mehrere Typen bringen Vorteile. Ach ja, wirklich? Ja, definitiv. Warum gewinnen dann Arena-Leiter manchmal? Was? Die gewinnen? Oh, Magnetilo. Das ist wahrscheinlich tatsächlich einfach, um die abzuschrecken. Also, um die schlechter zu machen. Wie war das hier? Sind Unlicht-Attacken schon normal auf Stahl? Nein, Unlicht mehr. Und Geist ist erst seit der 6. Gen wieder normal effektiv, weil sie seit Omega Rubin. Weil, glaube ich. Echt? Oder seit XY, sie wollten halt, sie wollten das Metagross schwächen. Dann wahrscheinlich XY. Doch, XY, als sie den Stahltyp eingeführt haben. Stahltyp war schon Nicht also den Stahltyp, ich wollte gerade sagen, als sie den Feentyp eingeführt haben, damit Stahl nicht so stark damit Stahl ist. Ein bisschen schwächer ist, weil Stahl war ja dann auch sehr effektiv auf Fee. Dadurch wurden dann auch wieder Bronzong und Metagross geschwächt, weil die ja durch ihre Resistenzen sehr gut waren. Ja, das stimmt. Obwohl Bronzong immer noch geil ist. Natürlich, aber er hatte zwei Schwächen mehr. Ja, das ist nicht so cool. Vorher hatte er nur Feuerschwäche und das war schon relativ gut. Weiter Intensität! Ich mag Intensität, ist eine coole Attacke. Und Boden, wenn es keine Schwebe hat, sondern den Hitzeschutz. Mhm. Also es konnte sich halt perfekt ausgleichen. Entweder nur eine Bodenschwäche. Ich wusste gar nicht, dass Bronzong als versteckte Fähigkeit, ne? Ja. Ah. Wie da kann man sich halt vor den Feuerstärken. Wie kriegt man versteckte Fähigkeiten eigentlich normal? Kommt drauf an, was für ein Spiel du bist. Also bei XY kannst du es in den Massen gegen. Genau, in den Massen. Bekommen. Oh, ich weiß auch, ich habe ewig gebraucht, bis ich an Nidoran mit Ruhe Gewalt hatte. Oh Gott, ja. Aber es hat sich gelohnt. Mein Nidoking ist geil. Das stimmt. Das lohnt sich schon. Und bei, Bei Oras kannst du es auch mit dem Fangnavi machen. Ah also, ja, stimmt. Da kommt das auch irgendwann stimmt. Mal. Stimmt, und bei Schwarz-Weiß? Genau. Bei Schwarz-Weiß gab es diese Traumwelt, aber da geht's halt nicht. Muss man halt in einer anderen Edition machen. Wie ging es denn in der Edition davor? Keine Ahnung. Ich weiß nämlich auch nicht. Ich glaube, die wurden erst irgendwann eingeführt tatsächlich. Ich glaube, stimmt. Oder? Die wurden erst ab Schwarz und Weiß eingeführt, kann das sein? Würde Sinn ergeben. Wahrscheinlich. Aber da es keine Wi-Fi-Connection mehr gibt. Kann man das auch da nicht mehr machen. Erst ab XY kann man wirklich effektiv versteckte Fähigkeiten farmen. Ah, warte mal, es gab noch so ein paar Sachen. Ich glaube, in der 4. Gen ging das auch schon bei so ein paar Sachen. Echt? Also bei Sonne und Mond war es das Ruf... Nicht, nein. Nein, Finale wollen wir nicht beibringen. Na, Schokolade, willst du im Finale erlernen? Ja, da... Nicht also, erlernen? Bei Sonne und Mond ging es mit denen, wo die um Hilfe gerufen haben. Ja, da gibt's auch... Bei Sonne und Mond gibt's schon 1000 Möglichkeiten jetzt wieder. Ah, Sonne und Mond ist super. Cooles Spiel. Dann gibt's ja noch die Kontakt-Safari zum Beispiel. Kontakt... Stimmt! Was bei der Kontakt-Safari so cool war, wenn der andere online war. Mit wessen Safari du gerade gespielt hast, weil die Chance auf Shinies viel höher. Oh, okay. Das ist richtig cool. Und da kriegt man halt auch manchmal die versteckten Fähigkeiten tatsächlich. Ja, ich habe mir dann Shiny Arctip bekommen. What? Ja, in der Kontakt-Safari. Hat nicht mal lange gedauert. Ich war so, was? Ich wusste ja, dass es wahrscheinlich ist, dessen Safari gespielt habe. Also wow. Ich weiß nicht, ob es generell erhöht ist, aber es kann auch sein, wenn der andere online ist, ist es, glaube ich, irgendwie noch höher. Wow, das wusste ich nicht. Krass. Es glaube ich jedenfalls, dass es so ist, aber das erklärt, weshalb ich aber so schnell muss trotzdem noch Glück dazu gehabt haben, weil ja, normalerweise natürlich. Die Chance für Shiny sind trotzdem immer ziemlich weit unten. Ja, aber in der Kontakt-Safari, gut, da gibt es ja nur immer drei Pokémon, aber das Gena. War ziemlich cool. Und keine Lust auf Gena. Ja, wieso, du schläfst doch erst nächste Runde ein. Aber er hatte noch ein Pokémon. Achso, er hat noch eins, okay. Ja gut, der ist ausgetauscht. Ja, aber Fleck, muss ich einen Aufwecker verschwenden? Ja, gut. Geld sparen, wo's... Oh. Wirklich. Dieses Fleckmon ist sehr müde. Ach, Flecki. Sollte sich mit Quinoa zusammentun. Ah, ich bin Quinoa. Kann wenigstens noch angreifen, wenn er schläft. Currywurst, mach lustige Sachen.
Los! Ja, heute auch nur. Sehr gut. Also ist heute rum, es scannst, oh, kannst du überhaupt irgendwas? Reicht der nächste Angriff? Ja, klar, vielleicht. Reicht. Es. Naja, mit dem Heuler zusammen. Es ist sehr effektiv. Oh. Ich sag ja. Ja gut. Und der Gegner. Ah, Flecki, Flecki, Fleckmann. Ich wollte die Folge eigentlich relativ schnell gleich beenden. Ach, wieso? Doch bis in 5 Minuten noch, oder? Haben wir noch? Ha? Echt? Sven, da geht's ja 5 Minuten länger, ist auch egal. Oh, okay. Naja. Den Rest der Passage kannst du ruhig noch erkunden. Alles klar. Ich will, dass du noch ein Pokémon kostümierst. Hübsch. Das musst du noch erledigen. Ruckzucki! Yeah! Sauber Hähnchen, sauber. Hähnchen, Hähnchen! Du brauchst ja auch mal wieder ein paar Erfahrungspunkte. Du hängst nach. Ein bisschen. Also ich meine... Ein Fleckmann again. Currywurst hängt mehr nach, aber Hähnchen hängt ein Level nach Schokolade. Von ja, aber ist ja kurz vorm Level ab. Oh, genau, Junge, deswegen Windstoß. Dachte ich, ich mach mal kurz diesen schönen Level ab hier für mein kleines Hähnchen. Sollte definitiv die drei... Oh. Ja, oder auch nicht. Ach, Flecki, Flecki, Fleckmann. Hör mal, diese Gena-Pokémon, das ist so... Zeitaufwendig und zeitraubend und sowieso, oh, scheiße. Ja, Superstar-Pokémon sind ja auch schlimmer. Ja, das nervt auch. Am besten, du bist verwirrt. Aber solange sie dich treffen, ist alles egal. Pass auf, pass auf. Du bist verwirrt, paralysiert und der Gegner setzt einen Attacke, wodurch du dich ständig zurückschreckst. Sehr effektiv. Das macht keinen Spaß. Achso. Also, er hat wieder Gegner eingesetzt. Hat er? Echt? Hat er? Nee. Schreckt zurück. Nee, hat er nicht. Ich meine, er hat Heuler eingesetzt. Ja, ich war gerade verwirrt. Okay, das war erledigt. Oder hat er sogar angegriffen? Wir haben 3 Schaden. Hat er Tackle gemacht? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Oh, Hähnchen Level 17. Wir schön. Das noch mal was? Er kriegt keinen Angriff dazu? Lol. Hähnchen. Dafür ist er bei Initiative 31. Warte, entwickelt er sich nicht jetzt? 17 oder 18? Wirbelwind. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wirbelwind kann. Nö. Nicht? Na gut. Nee, nee. Wenn sich jetzt, das wäre ziemlich cool, wenn sich jetzt entwickelt. Das wäre natürlich schön. Hähnchen, komm. Digitier. Oh, okay. Lorenz, ruf an. Hallo. Hallo, Lorenz. Mein Lieber. Was gibt's? Ah, guten Tag, Wiebke. Lorenz am Apparat, wie geht's? Hör mal kurz zu. Okay, okay. Okay, hör zu. Neulich, da dachte ich, ich könnte mir endlich einen traumatischen einen Schinken schnappen. Aha, okay. Aber im allerletzten Augenblick ist es mir gekommen. Haha, wir haben letztens eins gefangen. Man muss eben immer genug Pokébälle dabei haben. Ja. Sonst ja. Schaut man in die Röhre. Tüt. Das sind wahre Worte. Was ist Leute, ihr müsst immer genug Bälle dabei haben, sonst schaut ihr in die Röhre. Ist es ihm jetzt entkommen? Oder... Hat er hatte keine Bälle mehr gehabt. Mehr. Oh, das ist doch derselbe wie bei Schwarz und Weiß. Der hat auch diesen Akzent. Nicht Schwarz und Weiß, Diamant und Perl. Oui. In Jubelstadt, da gab es auch diesen Typen, da war auch dieser Lass Wanderer. Lass uns keine Zeit verdienen. Soll ich dir erklären, wie du dein Pokémon kostümieren kannst? Oh, vielleicht. Oh, ich kenne diesen Akzent gut. Wie willst du kostümieren? Currywurst. Currywurst hat heute schon so tolle Sachen gemacht. Jetzt wird noch kostümiert. So, was haben wir denn hier Hübsches? Wie willst du die Maus benutzen? Ja. Yeah. Du kannst 10 Accessoires verwenden, also sollst du dir mit Hilfe der Pfeiltasten, ja, machen wir. Blablabla. Alles verstanden, dann kannst du ja losgehen. Also, weil du kannst Currywurst auch verschieben. Dahin. Oh, stimmt. Mhm. Yay. Und wir können noch ein anderes Dings nehmen, ne? Das mochte ich tatsächlich sehr gerne, das Feature mit dem Verkleiden, das fand ich immer cool. Federn! Federn? Oh mein Gott. An den Kopf? An den Schwanz? Nimm ihn in den Mund. Und Schnurrbart! Wir können ihm Schnurrbart geben. Ich bin hier für so schicke Augenbrauen. Siegbert Schnösel. Das ist gut. Und dann hat er noch hier so Sachen, wo er drauf balanciert. Also, wenn das nicht mal hübsch ist, dann weiß ich auch nicht. Ist der Pokémon so... Oh nein! Nein. Ich mach das mal für dich. Geh doch bitte nochmal. Okay. Ja, vielen Dank. So, ist der Pokémon soweit? Ja. Ist ein Speicher. Ja, natürlich! Wir müssen ihm noch einen Namen geben, glaube ich. Oh, das ist hübsch. Schön. Ich fange gleich an, die Foto zu schmücken. Aber du musst ihm eine Titel geben. Oh, ja. Okay. Okay. Lifestyle. Angeln! Okay, was war's? Paar Fotos, Gedenktag. Gourmet. Gewohnheit, das macht er immer so. Aber ich muss noch dazu erwähnen, dass ich das nur unter besonderen Umständen gerne mache. Ja. Das möchte ich sagen. Gewohnheit. Gewohnheit. Oi, ich sehe es. Das heißt oui. Oui. Stimmt. Okay. Ich sehe es schön. Dein Sinn für Schönheit ist erkennbar. Danke. Ich werde dein Foto in meine private Boudoir hängen. Perfekt. Dankeschön. Gut. Dann war's das für heute. Mit dieser wunderschönen Currywurst. Currywurst, geht doch bitte nochmal vor die Kamera. Vielen Dank. Frag ihn mir jetzt, was er davon findet. Hey! Currywurst trottet fröhlich hinter dir her. Ach, so ein süßes Ding. Ist glücklich kostümiert. Ich mag es. Okay, im nächsten Part werden wir Currywurst wieder Kleidung ausziehen. Sie hätte das leider nicht nochmal sehen. Tut mir leid. Tschüss. Tschüss.